Grüß Gott und herzlich willkommen beim Bürgertreff Gesundheit Isenhagen, BTGI. Heute zum EP-Film Nummer 3, Ernährungsprotokoll des Bürgertreff Gesundheit Isenhagen, in unserer Sendereihe Heilung gegen alle Regeln, Wege zur Gesundheit. Dazu nehmen wir unseren Bildschirm dazu. Und hier die Homepage Bürgertreff Gesundheit Isenhagen BTGI. Und dort gehen wir in der Unterseite EP auf den Link, der uns zu unserem Heilungskanal führt. Und heute geht es um englische Informationen aus Amerika mit den Suchbegriffen The Real Truth About Health. Damit Sie ein Gefühl kriegen, was Sie da finden können im Netz, habe ich Ihnen mal schon vorsorglich bei YouTube mit diesen Suchbegriffen die Playlists ausgesucht. Und da sehen Sie, wenn Sie sich über die Wahrheit, über Gesundheitsfragen informieren wollen, da können Sie also, hier können Sie 584 Filme gucken, 245 Filme, 10 Filme, 65 Filme. Also The Real Truth About Health ist eine vernünftige Suchrecherche bei YouTube, um sich monatelang zu beschäftigt zu halten. Wir gehen aber zurück auf unsere Filmliste. Wir haben natürlich auch eine, die Sie weiter unten irgendwann im Netz Nirvana gefunden haben. Wir gehen auf Playlists. Und da finden Sie hier The Real Truth About Health. Und heute geht es uns nicht um Joel Fuhrman, sondern um Cancer and the Cancer Industry im Verhältnis zu Ernährungsfragen. Da gibt es also ein Panel, das wir nebenbei laufen lassen. In diesem kleinen Video über Ernährungsfragen und Krebs, das ergänzt wird durch ein weiteres Video zur Gerson-Therapie, geht es mir heute darum, Sie darüber zu informieren, dass, wenn Sie sich diesen Film anschauen, Sie sehr substanziell informiert werden, was wir für volkswirtschaftliche Verhältnisse haben, die es im Prinzip ausschließen, in großem Stil Therapien zu fördern, die Krebs verhindern oder heilen. Der Filmemacher Merola, der hier links auf dem Panel sitzt, hat einen Film gemacht über Dr. Med Brzezinski in Amerika, der eine bestimmte Krebstherapie favorisiert. Also ganz links außen, der wird gleich sprechen, aber das ist natürlich ohne Ton für uns. Und diesem Panel erzählt, also bei seiner Vorstellung, in der ersten dreiminütigen Vorstellungsrunde, erzählt er, wie er in 2009 einen Film, eine Dokumentation abgeschlossen hat über die Krebstherapie von Dr. Brzezinski. Und da er persönlichen Kontakt zu David Axelrod hatte, dem Chief of Staff von Barack Obama, 2009 neuer Präsident, er hat also seinen Film dem David Axelrod zum Angucken gegeben und hat gedacht, naja, irgendwann wird er sich melden. Da kam aber nichts. Und dann hat er zufällig David Axelrod bei einer sozialen Gelegenheit getroffen, hat ihn gefragt, was denn mit dem Film, sagte David Axelrod, ja, das ist ja unglaublich überzeugend und auch wichtig, aber du musst dir eins klar machen, wir sind im ersten Jahr unserer Regierung und wenn wir das der Öffentlichkeit mitteilen, was in deinem Film drin steckt, dann bricht uns ein Billionenmarkt, ein B wie Billion, in Englisch ist es Trillion, T wie Trillion Dollars. Die Volkswirtschaft geht in die Knie, du musst dir klar machen, wenn Krebspatienten keine Chemotherapie mehr brauchen, wenn Krebspatienten nicht mehr bestrahlt werden müssen, wenn Krebspatienten nicht mehr operiert werden müssen und wenn Krebspatienten keine Dauertherapie brauchen, was glaubst du eigentlich, was da volkswirtschaftlich passiert? Die Geräteindustrie geht pleite, die Onkologen gehen pleite, die Pharmaindustrie geht pleite, denn das sind riesige, riesige pharmakologische Umsätze. Und insgesamt können wir als neue Regierung kurz nach dem Börsencrash von 2008 es uns nicht erlauben, eine solche Information von Amts wegen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist das, was Herr Merola hier zum Besten gibt. Die übrigen Teilnehmer des Panels empfehle ich auch Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie sich das anschauen wollen. Es sind 2 Stunden 30 Minuten Diskussion zum Thema Cancer and the Cancer Industry, what you are not being told that you need to know.
Das ist also das heutige EP-Video. Ich beende mal den Bildschirm. Natürlich können Sie die übrigen Filme dieser Filmliste auf unserem Heilungskanal zu The Real Truth About Health natürlich sich alles anschauen. Alles sehr spannend und sehr informativ. Aber dieses Panel speziell fand ich doch sehr erhellend. Und es wird Sie wahrscheinlich dann immun machen gegen die Gehirnwäsche von deutschen Leitmedien oder deutschen Journalisten. Voraussetzung leider, dass Sie Englisch einigermaßen beherrschen, um diesem Panel mit Verstand zu folgen. Für heute herzlichen Dank fürs Vorbeischauen und auf bald.